herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Commander Hering Shepard. Wir sind immer noch auf Omega unterwegs, sind in einer sehr dubiosen, aber hübsch anzusehenden Einrichtung gelandet und wollen jetzt, glaube ich, mit Ario sprechen, die scheinbar hier ein bisschen was zu sagen hat und so. Kann ja nicht schaden, ne? Also dann los mal hier. Das ist nah genug. Stehen Sie still! Versuchen Sie es und Sie können Ihre Gedärme scannen. Um das zu sehen, würde ich sogar was zahlen. Aber das ist keine Option. Wenn Sie reden wollen, müssen Sie sich scannen lassen. Wenn Sie nach Waffen suchen, machen Sie Ihren Job nicht besonders gut. Man kann bei toten Spectres nicht vorsichtig genug sein. Hinter Ihrem Gesicht könnte jeder stecken. Man hat mir gesagt, mit Ihnen müsste ich reden, wenn ich Fragen habe. Sie sind sauer. Kommt auf die Fragen an. Sie herrschen über Omega? Ich bin Omega. Aber man braucht mehr. Jeder braucht mehr von irgendwas. Und sie kommen alle zu mir. Ich bin der Boss, die Präsidentin oder Königin, wenn sie es dramatisch mögen. Ganz egal. Omega hat keinen offiziellen Herrscher. Und es gibt nur eine Regel. Leg dich nicht mit Aria an. Sieht aus, als steht keiner von uns drauf, rumgeschubst zu werden. Und auf Ihrem Schiff wäre das von Bedeutung. Hier jedoch zählen nur meine Vorlieben. Also, was kann ich für Sie tun? Tja, Informationen und so, ne? Wenn sie schon mal irgendwie über Omega Bescheid weiß, warum auch nicht? Dann wissen sie sicher über alles Bescheid, was auf Omega abläuft. Alles, was man wissen muss. Aber ich verrate es nicht einfach so. Wissen ist Macht. Dann machen sie einen Spaziergang durch die Gassen und spendieren sie einem Söldner was zu trinken. Oder noch besser, reden sie mit den Entertainern. Die sind nicht billig, veranstalten aber tolle Führung. Aber verschwenden sie nicht meine Zeit. Erzählen Sie mir, wie Sie das hier aufgebaut haben. Das dürfte so ziemlich die geheimste Information sein, die es gibt. Ich habe viele Freunde und Feinde, die ich unterschiedlich weit auf Distanz halte. Sie gehören zu keiner der beiden Gruppen. Mal sehen, als wie nützlich Sie sich erweisen. Kurze Antwort. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram. Okay. Ein Scan und wir sind schon mitten im Geschäft? Normalerweise interessiert es die Leute mehr, wer ich bin. Ihr Tod wurde runtergespielt, war aber mit Sicherheit kein Geheimnis. Ich musste sicher gehen, dass sie es wirklich sind. Sie hätten ja irgendwer sein können. Irgendwas. Was sie auch wollen, es wird von selber an die Oberfläche kommen. Ich bin zwar neugierig, aber Omega an sich interessiert sich überhaupt nicht für sie. Omega interessiert sich nicht für Commander Hering Shepard? Das ist ja... ein Witz. Na gut, okay, ja, dann können wir so einfach mal fragen, was Archangel bzw. Morden angeht. Ich möchte zu Archangel. Sie und halb Omega. Wollen Sie ihn auch tot sehen? Warum sind alle hinter ihm her? Er bildet sich ein, dass er für die gute Seite kämpft. Dabei gibt es auf Omega gar keine gute Seite. Alles, was er tut, verärgert irgendjemanden. Und jetzt holt ihn das ein. Genau so einen suche ich. Wirklich? Ist ja interessant. Sie werden sich einige Feinde machen, wenn Sie sich mit Archangel zusammentun. Vorausgesetzt, Sie schaffen es überhaupt bis zu ihm. Er hat momentan ein paar Schwierigkeiten. Was für Schwierigkeiten? Die Söldnergruppen hier haben sich zusammengetan, um ihn auszuschalten. Sie haben ihn in die Ecke getrieben. Aber jetzt fällt es ihnen wohl schwer, ihm den Rest zu geben. Sie heuern jeden mit einer Waffe an, damit er ihnen hilft. Klingt, als wäre das unsere Eintrittskarte. Sie benutzen ein Zimmer zur Rekrutierung. Direkt da drüben. Die nehmen Sie bestimmt. Klingt super. Was können Sie mir über Archangel erzählen? Weniger als mir lieb ist.
Er ist vor einigen Monaten hier aufgetaucht und macht seitdem alle möglichen Probleme. Wenn man seine eigenen Gesetze macht, und das tut hier jeder, erschwert er einem das Leben ganz schön. Er ist dumm und ein Idealist. Immerhin scheint er begriffen zu haben, dass man sich mit mir nicht anlegt. Welche Söldnergruppen sind hinter Archangel her? Blue Suns, Eclipse, Bloodpack. Das sind die wichtigen auf Omega. Außer im Krieg sieht man sie sonst nie zusammen. Hassen Sie Archangel? Ich habe keine Zeit für Hass. Ich misstraue allen gleichermaßen. Im Moment bin ich ganz zufrieden damit, wenn sie sich gegenseitig umbringen. Okay, danke. Vielen Dank für die Hilfe. Mal sehen, ob sie das auch noch denken, wenn die Söldner merken, dass sie ihm helfen wollen. Ich suche nach Morin Solis. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Den salarianischen Arzt? Ich hörte, er hilft solchen Opfern in der Quarantänezone. Ich habe Morden immer gemocht. Man weiß nie, ob er einen heilt oder erschießt. Klingt sympathisch. Was können Sie mir über ihn erzählen? Er gehörte früher zur Special Task Group der Salarianer. Er ist brillant und enorm gefährlich. Aber bloß kein Gespräch anfangen. Er hört sonst nicht mehr auf zu reden. Wenn Sie wirklich zu ihm müssen, nehmen Sie ein Shuttle zur Quarantänezone. Ich kann allerdings nicht garantieren, dass man sie reinlässt. Ja, also dafür, dass sie eigentlich so nicht so wirklich mit uns sprechen wollte, hat sie uns jetzt doch einige ziemlich gute Informationen gegeben. Danke für die Informationen. Bringen Sie bloß die Seuche nicht hierher. Tja, das ging ja in der Tat leichter als gedacht. Ja, gut, dann, tschüss, Aria und so. Gut, okay, hätten wir das geklärt. Yay! So, wie sieht's denn aus mit Anwerben? Ich hab gehört, dass Sie rekrutieren. Warum kommen Sie nicht ran? Sie werden bezahlt, wenn der Job erledigt ist, wie alle anderen auch. Wer ist der Nächste? Ihr drei seht aus, als könntet ihr einiges bewirken. Lust auf einen guten Kampf? Könnte man so sagen. Standardbezahlung sind 500 Credits pro Nase. Fällig nach Erledigung des Jobs. Wenn sie draufgehen, bekommen ihre Freunde dafür nichts. Sie brauchen eigene Waffen und Panzerung. Aber das scheinen sie ja schon zu haben. Und dadurch gehören sie weder zu den Blue Suns noch zu Eclipse oder dem Bloodpack. Sie sind ein Freischaffender. Basta. Noch Fragen? Warum arbeiten die Söldner zusammen, um Archangel auszuschalten? Sie sind wohl noch nicht lange auf Omega, oder? Er tut alles, um uns ins Handwerk zu pfuschen. Lieferungen gehen verloren, Operationen werden verraten. Und jeden Monat wird es schlimmer. Tarek und die anderen Bosse sind es leid, Credits zu verlieren. Und Männer. Ist er einflussreich? Wie viele Söldnerbosse sind denn an dem Angriff beteiligt? Ja, Tarek ist der Anführer der Blue Suns, aber alle drei Bosse führen die Operation gemeinsam durch. Jareth führt Eclipse an und Garm ist der Kopf des Bloodpack. Tarek ist der Boss, aber die anderen würden das nie zugeben. Mich überrascht, dass sie überhaupt etwas hiermit zu tun haben, aber Archangel loszuwerden ist es wohl wert. Was machen wir, wenn wir dort sind? Wie kommen wir zu Archangel? Die Söldner sagen es ihnen, wenn sie da sind. Mein letzter Informationsstand ist, dass die Freischaffenden Kundschaftertrupps bilden, die als Ablenkungsmanöver für Archangel in Wellen angreifen, während wir versuchen, seine Verteidigung zu knacken. Wir sind also nur Kanonenfutter? Wenn es ihnen nicht passt, heuern sie nicht an. Aber wenn sie ihren Job gut machen, sind es leicht verdiente Credits. Außerdem, wie hoch ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass er sie alle erwischt? Ich kann es mir direkt vorstellen. Aber 500 Credits sind jetzt offen gesagt auch nicht gerade in die Welt dafür, dass man da seinen Hals riskiert. Ziemlicher Aufwand für einen einzigen Kerl. Er hatte ein ganzes Team, aber darum haben wir uns gekümmert. Jetzt ist er ganz allein. Aber er hat zwei Vorteile. Es ist seine Operationsbasis und er weiß, dass wir kommen. Er ist auf einen Angriff wie diesen vorbereitet. Wir haben bei dem Versuch, zu ihm vorzudringen, schon viele Männer verloren. Es wird nicht einfach, zu ihm vorzudringen. Als würde man Vulture aus der Kanalisation raustreiben. Aber genau dafür rekrutieren wir Leute. Wenn wir ständig neue Kämpfer auf ihn hetzen, kriegen wir ihn schon irgendwann. Zermürbungstaktik. Uhu. Wo findet der Angriff statt? Archangels Operationsbasis. Er hat sich die ganze Zeit direkt vor unserer Nase versteckt. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo es hingeht, aber wir sorgen für den Transport. Wohin geht es? Gehen Sie einfach rüber zum Transportdepot neben dem Club. Einer unserer Jungs holt Sie dort ab. Schicken Sie den nächsten rein. Hey, kann ich mich hier verpflichten? Sie sind etwas zu jung, um als freischaffender Söldner zu arbeiten. Ich bin alt genug.
Ich bin auf Omega aufgewachsen. Ich weiß, wie man eine Waffe bedient. Archangel auch. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Außerdem habe ich gerade 50 Credits für diese Pistole hingelegt und will sie jetzt auch einsetzen. Wenn Sie sicher sind, können Sie da drin einheuern. Viel Glück, Sie werden es brauchen. Perfekt, danke. Gut, man hätte ihm jetzt eigentlich auch einen runterhauen können, aber das wäre zu nett gewesen. Ich hatte ja auf eine weniger vorbildliche Aktion gehofft, die man da eventuell machen kann. Ihm einfach so aus Prinzip einen runterhauen oder so und dabei ein bisschen spruchlos werden, aber naja. Ihr habt so von der Grundthematik wahrscheinlich begriffen. Also auch wenn der Typ, er sah offen gesagt gar nicht mal so jung aus, fand ich, aber seine Stimme war natürlich sehr auf jung getrimmt. Ja, kleiner Bengel, der irgendwie bei den großen Peng-Peng-Scharmützeln mitspielen will und so. Also ich mal eben eine neue Knarre gekauft und jetzt, ich schieß mal den Archangel ab. Ja, wer hier wen abschießt, na gut, okay, warten wir es mal ab. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir den jetzt noch sehen während der Schlacht und wahrscheinlich wird er dann aber sowas von derbe auf die Mütze kriegen. Aber na gut, okay, gut. Ja, ich würde mal sagen, bevor wir können jetzt Omega hier weiter erforschen, aber nö, wenn wir schon mal soweit sind, dann können wir eigentlich uns auch direkt um Archangel kümmern und versuchen ihn zu rekrutieren und dann fahren wir doch einfach mal dorthin. Ich bin bei der Mission dabei. Hoffentlich sind Sie bereit. Archangel hat die Freischaffenden ordentlich dezimiert. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Rein da. Uhu. Hoffentlich kannst du gut fahren. Ich bin nur das Beste vom Besten gewohnt. Denn ich bin Commander Hering Shepard. Wer bist du? Commander Hering Shepard. Wer? Ich erschieße ihn. Nachher. Irgendwann. Ja. Irgendwie. So. Die Leute haben meinen Namen vergessen. Da war 2 Jahre im Universum nicht mehr da und dann plötzlich, es ist grausam, schlimm, nicht gut, nein. Ja, wir bewegen uns jetzt in den tiefsten Tiefen von Omega, könnten unser Team auch anpassen und zum Beispiel mit Said und Kazumi jetzt den Kram auch machen, aber nein, wir bleiben standhaft bei Miranda und Jacob. Prinzipiell könnt ihr mir aber natürlich in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwie Teamänderungen wünscht oder so. Ich nehme ja jetzt nicht so schrecklich weit immer im Voraus auf. Das heißt, ich kann da auch mal entsprechend reagieren. Das wird dann insbesondere dann wahrscheinlich interessant, sobald wir mehr der Hauptakteure dann in unserem Team haben. Ich meine, ihr seht es ja hier in diesem Feld. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute, die wir insgesamt noch rekrutieren müssen. Also da haben wir dann später wirklich ziemlich viel Auswahl. Also, da kann mir keiner was anderes erzählen. So. Also dann, auf, ihr lieben Leute. Wir jagen einen Archangel heute. Toller Name übrigens. Höchste Zeit, dass Sie mal jemanden schicken, der aussieht, als könnte er wirklich kämpfen. Darauf können Sie wetten. Ich bin bereit. Gehört der zu Ihnen? Ich bin alleine hier und brauche keine Hilfe. Sagen Sie mir einfach, wo ich hin soll. Na klar. Einfach hier durch. Sie werden sich schon zurechtfinden. Ich bin dran. Aha. Hat man Ihnen gesagt, gegen wen es geht? Der kleine Bengel macht mir Angst. Sagen Sie uns einfach, wo wir hingehen sollen. Archangel hat sich in einem Gebäude am Ende des Boulevards da drüben verkrochen. Er ist in der besseren Position, weil der einzige Weg rein über eine Brücke ohne jede Deckung führt. Ein Schlachtfeld. Aber langsam wird er müde und macht Fehler. Wir werden ihn bald haben. Ich komme schon hin. Zeigen Sie mir nur, wo die Brücke ist. Ihre Einstellung gefällt mir. Aber wir haben schon einen Plan am Laufen. Sie sind beim Ablenkungsteam. Gehen Sie direkt über die Brücke und halten Sie Archangel beschäftigt, damit das Infiltrationsteam hinter ihm reinschleichen kann. Klingt für mich nach einem Selbstmordkommando. Völlig richtig. Aber Sie sehen aus, als würden Sie damit fertig. Gehen Sie den Boulevard rauf bis zur dritten Barrikade. Reden Sie mit Sergeant Kafka. Er sagt Ihnen, wann es losgeht. Die Brücke ist also der einzige Weg zu seinem Versteck? Genau. Archangel hat alle unterirdischen Gänge gesprengt und die Türen zu den unteren Ebenen versiegelt. Einige unserer Teams graben, aber das dauert zu lange.
Wenn sie den Jäger wieder in die Luft bekommen, wäre das eine große Hilfe. Aber ich hoffe darauf, dass das Infiltrationsteam seinen Job macht und wir alle nach Hause gehen können. Sie haben einen Jäger eingesetzt, um einen einzigen Typen auszuschalten? Ja. Und Archangel hat ihn abgeschossen. Er hat ihn nicht zerstört. Aber er wusste genau, wo er ihn treffen musste, um ihn außer Gefecht zu setzen. Der Kampf war nicht besonders fair. Wenigstens nicht für uns. Je mehr wir über diesen Typen hören, desto interessanter wird er für unsere Gruppe, ganz ehrlich. Wo ist das Infiltrationsteam jetzt? Am anderen Ende der Brücke, in der Nähe seines Verstecks. Aber sie können nicht weiter, ohne gesehen zu werden. Wie sind sie denn so nah rangekommen, ohne gesehen zu werden? Mehr Ablenkung. Tarek hat einen Jäger eingesetzt, um Archangel zu beschäftigen. Ein paar Männer haben es bis in sein Versteck geschafft, bevor er den Jäger runtergeholt hat. Aber die sitzen jetzt dort fest. Wir müssen dafür sorgen, dass Archangel sich nur auf die Brücke konzentriert, damit er sie nicht findet und ausradiert. Was wissen Sie über Archangel? Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich kümmere mich nur um die Logistik. Tarek und die anderen Söldnerbosse haben schon eine ganze Weile mit ihm zu tun. Aber seien Sie nicht überrascht, wenn Sie nicht gerade begeistert davon sind, mit einem Freischaffenden zu reden. Och, Sie werden schon noch begeistert sein. Ich gehe mal besser zu Sergeant Kefka. Gute Idee. Seien Sie auf dem Boulevard vorsichtig. Archangel hat da draußen schon Dutzende umgelegt. Nun, wir haben vielleicht einen Weg rein. Wobei das Rauskommen eigentlich viel interessanter ist. Wir sollten ihn erstmal finden. Dann fällt uns schon ein, wie wir zurückkommen. Genau. Eins nach dem anderen. So, gibt's hier noch irgendwas zu tun oder zu sehen oder so? Generell? Ist ja generell irgendwie das Liebste, was ich in Videospielen mache. Erst einmal zurückgehen, um zu gucken, ob man hier noch irgendwo etwas finden kann. Aber in der Beziehung sind die Mass Effect Spiele ja eigentlich immer so ein ganz klein bisschen... Naja, man kann sich schon ein bisschen eingeschränkt fühlen. Aber so richtig was Großes zum Entdecken gibt es eigentlich selten bis gar nicht. Niemals nicht. Und so weiter. Shepard, und ich sofort. Habe den Bereich gescannt, kann aber keinen anderen Weg zu Archangel ausmachen. Dann werden wir wohl mit den Söldnern mitgehen. Die schweren Mechs und der Jäger verfügen über erhebliche Feuerkraft. Wenn sie sie vor ihrem Abzug schwächen, verbessert das ihre Chancen. Okay. Ja, wir müssen ja schon an den Rückweg denken quasi. Hoppala. War das da? Ich nehme an, das ist der Weg, ja? Klingt ja interessant und super. Ja, wir müssen an den Rückweg denken. Das bedeutet, wir sollten natürlich zusehen, dass wir möglichst die Söldner in irgendeiner Art und Weise schwächen. Weil die werden ja spätestens dann, wenn sie merken, dass wir auf der Seite von Archangel stehen, die werden dann ja dann vermutlich daran interessiert sein, uns über den Haufen zu schießen. Und wenn sie dann nicht mehr so viel Material zu verfügen haben. Versucht das Infiltrationsteam Archangel zu überraschen. Ich erwarte mir nicht viel von den Freischaffenden. Wenn sie versagen, sind wir an der Reihe. Die leichten Mechs zuerst. Wenn das nicht reicht, schicken wir die schweren hinterher. Seien Sie bereit. Machen die hier eine lustige Pokerrunde oder wie oder was? Was los hier? Brauchen Sie was? Führen Sie Eclipse an? Haben Sie das ganz alleine rausgefunden? Ich bin Jareth, Anführer von Eclipse auf Omega. Was wollen Sie? Das Hauptaugenmerk des Angriffs liegt also auf dem Infiltrationsteam? Es ist Tareks Plan, nicht meiner. Er will nicht noch mehr Männer verlieren, darum schickt der Freischaffende Visier an die Front. Archangel kann nirgendwo hingehen, also wird es nicht schaden, es mal zu versuchen. Wer weiß, vielleicht haben Sie ja Glück. Sie verstecken sich also einfach hier, während die Freischaffenden draufgehen. Ganz genau. Sie werden dafür bezahlt, ihn zu beschäftigen. Mehr nicht. Ob sie überleben oder nicht, liegt ganz an Ihnen. Hm, herrlich. Warum ist Eclipse überhaupt auf Omega? Wenn Ihnen so viel daran liegt... Eclipse kontrolliert etwa 20% von Omega. Unsere Transporter und Mechs halten das E-Zero in Bewegung. Klingt sehr organisiert. Eclipse ist eine gut geölte Maschine. Aber Omega ist alles andere als organisiert. Es ist ein ständiger Kampf um die Kontrolle. Und plötzlich taucht dieser Archangel auf und macht alles noch komplizierter. Warum macht Archangel Ihnen so viel Ärger? Fragen Sie ihn. Ich bin nur hier, um so viel Kohle wie möglich zu machen. Wir sind nicht nach Omega gekommen, um von Gesetzen und Vorschriften eingeschränkt zu werden. Er wird es noch bereuen, jemals nach Omega gekommen zu sein. Das verspreche ich Ihnen. Klingt, als wäre es was Persönliches.
Er hat letzten Monat einen meiner Transporte überfallen und zwei meiner besten Agenten getötet. Einer von ihnen war mein Bruder. Ja, verdammt, es ist was total Persönliches. Dann will ich dich an der Front sehen, gefälligst, und nicht wir, also nicht uns, nicht, also das ist, aber naja. Was wissen Sie über Archangel? Seine Lebenserwartung sinkt rapide. Ist das alles? Niemand scheint irgendwas über ihn zu wissen. Sehen Sie sich um, dann erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen. Er ist klug, er ist einfallsreich und er ist gefährlich. Aber wir haben ihn in die Enge getrieben. Er wird uns nicht mehr lange zum Narren halten. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie weiterhelfen? Woher ist er gekommen? Wer ist er? Das wussten nicht mal seine Leute. Vielleicht erfahren wir mehr, wenn wir seine Leiche haben. Obwohl es dann eigentlich schon egal ist. Ich gehe dann mal. Gute Idee. Gute Idee. Aber schön, dass du trotzdem so lange mit uns gesprochen hast. Ich mag Dalarianer. Die sind immer so, weiß ich nicht, so aufmerksam und so weiter. Nachricht an Tarek. Ich habe mit Garm gesprochen und er und seine Männer sind dabei. Sollte die Operation erfolgreich sein, können wir mit optimaler Moral und völliger Zustimmung seitens der Männer rechnen. Wegen der bereits erlittenen Verluste ist es allerdings möglich, dass wir für das Erreichen unseres nächsten Ziels nicht genügend Leute haben. Dabei ist natürlich klar, dass keine unserer Organisationen ohne die Unterstützung der anderen beiden gegen Arya eine Chance hat. Jareth. Ja, okay, die sind da wahrscheinlich gerade so ein bisschen am Ausklabüstern und so weiter, wie es danach dann weitergeht, sofern sie Archangel dann irgendwann mal erledigt haben. Sofern das denn überhaupt der Fall ist. Jetzt war ich gerade ein bisschen überlegen, ob ich jetzt hier schon mitten in der Front stehe oder wie auch immer. Dupidup. Menschenabschaum? Wer, wie, wo, wann, warum? Was ist los hier? Ich habe das Gefühl, ich habe mich verlaufen. Dabei kann ich mich gar nicht verlaufen haben, weil es hier nur zwei Türen gibt. Ah! So, Moment. So, was war das? Menschenabschaum? Verschwinden Sie, Freischaffender! Was ist los hier? Wer seid ihr? Was macht ihr hier? Sie sind am falschen Ort, Freischaffender. Sind Sie der Anführer des Blood Pack? Garm heiße ich. Mehr müssen Sie nicht wissen. Ich sitze hier fest und warte, bis Sie und die anderen Freischaffenden mit dem Kriegsspielen fertig sind. Stellen Sie Ihre Fragen und dann gehen Sie. Wann greift das Blood Pack an? Der verdammte Tarek will, dass wir warten. Ich hasse warten. Aber er sagt, die Suns hätten einen Plan und wollen nicht, dass wir ihnen in die Quere kommen. Wir sollen warten, bis Eclipse eine Max schickt. Mal sehen. Warum ist das Blood Pack auf Omega? Wir sind die Eingreiftruppe auf dieser verdammten Station. Wenn Sie Schutz brauchen oder jemand verschwinden soll, sollten Sie mit uns reden. Das Blood Pack ist überall auf Omega. Alle lieben uns. Und alle hassen uns. Ich glaube, Archangel hasst eigentlich nur Sie. Er ist ein verspanntes Arschloch und mir ist völlig egal, was er von mir hält. Aber er kostet mich Männer und ist schuld daran, dass ich für mein Sold arbeiten muss. Er ist ein gewaltiges Ärgernis. Er ist ein Toriyama. Also noch ein Stück hässlicher als sie. Und er ist tapfer, bis ihm klar wird, dass man mehr auf dem Kasten hat, als er dachte. Klingt, als hätten sie Erfahrungen am eigenen Leib gemacht. Er hat mal versucht, mich fertig zu machen. Hat gewartet, bis ich allein war. Es war der längste Kampf meines Lebens. Aber ich konnte ihn in Schach halten, bis meine Männer aufgekreuzt sind. Danach war er nicht mehr so knallhart. Wir haben ihn über halb Omega gejagt. Fast hätte ich ihn gehabt, aber der schmierige Mistkerl konnte entwischen, bevor wir ihn in Gewahrsam hatten. Naja, ein Turianer, okay. Kroganer sind ja so von der Statur her schon mal ein bisschen massiver und so. Eins gegen eins, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann... Dass auch ein gut durchtrainierter Turianer durchaus so seine Probleme gegen einen Kroganer hat. Ich muss jetzt los. Aber naja. Wurde aber auch Zeit. So, ich suche aber eigentlich noch so Dinge, die ich ein bisschen verschlimmbessern kann. Ihr wisst schon, so Max und dergleichen und ich hoffe, das kommt noch und ich habe jetzt nicht schon irgendwie was verpasst. Hier soll ich nicht lang gehen. Was? Raffiniertes Diagnosestation für schwere Max? War ich da? Ist das hier? Was? Hab ich. Oh! Hä? Wie? Was? Wo? Nee? Ich hab mich doch verlaufen. Was zum Teufel? Unterlagen über E-Zero-Schmuggel. Finden Sie passende... Ja, okay. Dann hacken wir mal. Ich hab mich verlaufen. Wie kann ich mich verlaufen haben?
Der geht doch nicht. Also, das ist. Ich fühle mich gerade wie Tricer. Ich habe eine. Achso, das ist mir auch noch nie passiert, dass ich im Spiel so die Orientierung verloren habe. Das kann doch nicht wahr sein. Gut. Da bekomme ich doch mal 4000 Credits. Ist ja nur mal eben so, ne? Das Achtfache des normalen Arbeitsablaufs hier. Also was ich eigentlich bekomme. Freund-Feind-ID umgehen. Diagnosestation für schwere Max. Ja, da wäre ich doch sehr dafür, wenn wir hier das Ding mal ein ganz klein bisschen zu unseren Gunsten anpassen würden. Damit hier nichts unnötig schief geht oder so dann nachher, ne? Weil gegen so einen großen Mech kämpfe ich für gewöhnlich eigentlich eher ungern. Zielparameter neu konfiguriert. Perfekt. Er wird ziemlich feindselig sein, wenn Sie ihn aktivieren. Ja, eine teuflische Idee. Von mir, von Commander Hering Shepard. So. Okay. Also, dann öffnen wir hier die Tür. Hier ist nur Bloodpack, lassen Sie uns in Ruhe. Ja, gut. Und hier geht's wohin? Ah ja. So, hier sind wir jetzt, dann quasi gesehen, mitten im Schlachtfeld. Und bevor es jetzt hier weitergeht und wir uns Archangel so langsam aber sicher ein bisschen nähern, machen wir hier an der Stelle erstmal wieder eine Pause und so. Mal gucken, was das so für einer ist, der sich einen total lustigen Namen ausgedacht hat. Und der mal eben gegen drei solche Gruppen auf einmal antritt und sich irgendwie nichts weiter dabei denkt oder so. Na gut, okay, ich bin gespannt. Ihr hoffentlich auch. Für den Moment soll es erstmal wieder gewesen sein. Ich sag dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.